Beziehungsweise ich. Autsch. Ich, Lars, Viper-Fan. Alter. Nicht schon wieder. Aua. Scheiß Magensäure. Ich glaube, so nenne ich diesen Part. Scheiß Magensäure. Oh, Mann. Komm schon, wir haben dich fast. Yes. Maximum HP für uns. Maximum AP für Donald. Und Abwehrkraft für Goofy. Und das war's für den Herzlosen. Stimmt, jetzt werden wir sogar rausgeschmissen. Fällt mir gerade ein. Die Kraft der Zeit erhalten. Die Magie Stopp erlernt. Ja. Es gibt nicht nur Stoppschilder, es gibt auch jetzt den Zauberstopp. Super. Also, ist Kairi jetzt eine leblose Puppe? Präzise. Und ihr Herz wurde... genommen von den Herzlosen, kein Zweifel. Sag mir, was kann ich tun? Es gibt 7 Jungfrauen von reinstem Herzen. Wir nennen sie die Prinzessinnen der Herzen. Versammelt sie, und eine Tür zum Herzen aller Welten wird sich öffnen. Dahinter wartet unermessliche Weisheit. Dort wirst du sicher einen Weg finden, Kairis Herz zu heilen. Nun gewähre ich dir ein besonderes Geschenk. Die Macht zur Kontrolle der Herzlosen. Bald, Kairi. Bald. Jetzt ist es sicher, Riku hat sich dem Bösen verschrieben. Denn jetzt kann er die Herzlosen kontrollieren und das ist nicht gut. Na, was kommt jetzt? Schon meine Güte, alles nass. Gesundheit, Monstro. Und er guckt ziemlich wütend. Kann man verstehen. Vor allen Dingen, er niest dadurch, obwohl wir seinen Magen aufgemischt haben. Logik, ne? Ob Geppetto und Pinocchio heil davongekommen sind? Hoffentlich konnten sie sich irgendwo hin retten. Riku! Ja. Der hat sich dem Bösen verschrieben. Und wir sind zurück in Agrabah. Super! Da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Ich bin im Umgang mit Magie schon viel besser als du, Donald. Oh Gott, jetzt wird er auch noch arrogant. Quatsch, bei dir ist doch alles nur Hokuspokus. Vielleicht solltest du mal wieder zu Merlin üben gehen. Muss das sein? In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Das ist doch was viel Schöneres. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas toll, besonders Tolles. Super. Besonders Tolles. Mano. Ja, liebe Leute, und deswegen fliegen wir nicht zuerst in die Stadt Traverse, sondern stattdessen in die Arena des Olymps, natürlich. Das dürfte besonders, wie ihr den Dave-Freunde ja nachher streamt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, liebe Leute. Wie ihr euch das vielleicht anguckt, ist der Stream wahrscheinlich schon längst gelaufen. Hoffentlich hat er heute den technischen Erfolg, den er letztes Mal nicht hatte. So am Rande. Und wir betreten jetzt den Heroenplatz. Den Heldenplatz auch genannt. So. Und auch hier haben wir jetzt ein weiteres Trio-Tag freigeschaltet, nämlich das Grüne. Das können wir jetzt benutzen. Mal sehen, was wir dadurch bekommen. Mithril erhalten. Irgendwo zwischen dem Banner. Pegasus Cup. Hier sehen wir schon mal, also jetzt werdet ihr gespoilert, gegen wen wir alles antreten müssen. Also die restlichen 9 sind alles Herzlose, bis auf Leon und Yuffie natürlich. Das sind keine Herzlose, das sind mehr oder weniger Freunde. Ja. Die dürfen wir in einem Spaßduell
bekämpfen, wollte ich schon sagen. Vor allen Dingen in einem Spaßduell. Ansprechen. Du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Pegasus Cup. Und nach welchen Regeln? Zu dritt. Ihr habt ja vorhin gesehen, dieser Cup hat natürlich wieder 10 Runden. Es gibt noch einen weiteren Cup, der hat mehrere Runden. Der hat, glaube ich, 40 Runden oder so. Also das ist wirklich ein Riesen-Cup. Die Gesetzlosen, Augenwerfer, Wüstenräuber und Turbo-Trooper, keine Ahnung. Sturmtrooper! So. Ich weiß, super. Fängt das schon wieder mit Star Wars an. So. Ah, sehr schön. Jetzt habt ihr mal die Kontereigenschaft gesehen. Komm her, du scheiß Augenwerfer. Und tschüss. Die uns übrigens 10 Punkte bringen, also quasi mehr als eine Adu-Wampe. Muss man sich mal vorstellen. Und der schwebt ja einfach nur so durch die Gegend. Das ist auch geil, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Sehr schön, wir haben die erste Runde geschafft. Schreiten nun weiter voran. Die Madigen. Ja, super. Wir sind Lurch auf Ass, der Schattenlurch auf Ass. Wir bringen uns nur einen Punkt. Super. Was macht der eine da? Der zittert vor sich hin. Interessant. Der explodiert direkt vor unserer Nase. Super. Was war da denn hier? Einfach mal einen Wüstenräuber liegen gelassen. Das geht ja wohl gar nicht. Ja, Goofy, du alter Hopsi. Die Draufhauer, Böllerwampe, Adowampe und Arschschone und Arsch schieß mich tot. Oh. Okay, das Fass hat sich schon mal in die Luft gejagt, die Böllerwampe außer Gefecht gesetzt, die aber nach kurzer Zeit wieder aufmacht. Das ist auch schön. Jedes Mal, wenn wir abprallen, können wir jetzt diesen Konter ausspielen. Schon lustig. Oh, sollte mich vielleicht mal heilen. So. Okay, die eine Adu-Wampe flippt jetzt aus. Ah! Die Böllerwampe schießt noch nebenbei auf uns, beziehungsweise spuckt auf uns. Oh, sag mal! Ja, wunderbar. Donald hat ihn mit seinem Hammer erschlagen. Im wahrsten Sinne. Sehr schön. Es geht voran, liebe Leute. Platz 6, die Voltiques. Vita und Donnerzipfler. Super. Alter! Ständig Attacken abwehren, das geht doch nicht. Schön. Donald wirkt ein Gravitationszauber und der geht in die Leere. Super. Kommst du her? So. Steh bleiben! Rufordnung! Geht doch. So, noch was? Nee, das war's. Kinderspiel. Ja, natürlich. Kinderspiel. Die fetten Möpse. Böllerwampe, Augenwerfer. Ich weiß zwar nicht, was Augenwerfer mit Fettmöpsen zu tun haben, aber gut, okay. Normalerweise hätten da Addo und Böllerwampen gut reingepasst, aber soll euer Schaden nicht sein, ne? Tragbare Items für Goofy. Wir heilen uns kurz mal. Meine Güte, ist ja gut. Ist ja gut, Böllerwampe. Nicht der Ausblick. Autsch. Übrigens, die Augenwerfer sind natürlich auch in der Lage, sich zu heilen. Das heißt natürlich, so natürlich ist das eigentlich gar nicht, weil nicht jeder Herzlose kann sich mal eben so heilen. Die Augenwerfer schon. Und zwar saugen sie die Lebenskraft ihrer Gegner aus, absorbieren diese und speichern sie in ihren eigenen Körper. Ja. Und so regenerieren sie sich quasi. So, eine Böllerwampe ist weg. Und die andere auch. Jetzt dürfte nur noch ein Augenwerfer übrig sein, genau. Der verpisst sich genau in dem Moment, in dem wir auftauchen. Super. Diesmal nicht, Kumpel. So. Da ist ja noch eine. Leute, passt doch mal auf. Der läutet auch erst jetzt Alarm. Super. So, jetzt ist er erledigt. Aha. Ich glaube, das wird in dieser Session mal wieder ein bisschen Überlänge geben. Weil wir diesen Cup ja ganz gerne noch mitnehmen möchten, diese Hälfte der 5. Session, liebe Leute.
Da sind sie, die Pilze, Giftfungi. Diese Kerle sehen zwar harmlos aus, aber sie sind verdammt gefährlich. Genauso. Und bringen 96 Punkte. Ihr habt richtig gesehen. Diese kleinen, harmlosen Dinger. Maximum AP und die haben Härtner. Ich sag jetzt schon Härtner. Ja, super. So. Jetzt müssen wir leider warten, bis er sich wieder seine normale Form wieder annimmt. Genau jetzt. Das war der letzte Fehler. Und vergiftet uns nochmal zum Abschluss. Super. Auf jeden Fall haben wir den jetzt. Genau, Goofy. Ausrasten ist erlaubt, zumindest im Positiven. Die Dunkelwitwe. Oha, oha. Es wird ordentlich gekrabbelt, liebe Leute. Da werden sich vor allem die Mädchen unter den Zuschauern freuen. So. Und auch die haben wir besiegt. Jetzt sind nur noch zwei Runden vor uns. Dann haben wir auch diesen Cup geschafft. Die Kolossalen. Ja gut, so kann man es auch nennen. Böller und Adowampen. Mehr Böller als Adowampen. Nicht so stürmisch, Freunde. Dein Feuersturm kannst du behalten. Ess weniger Chili. Aua, aua. Alter. Schaut mal die Böller, die Adowampe vorbei. Ich fange schon an, die zu verwechseln. Ist nicht zu fassen, ey. Mann, Lars. Das wird ja immer schlimmer mit dir. So, wir schieben ihn jetzt mal schön den Schlüssel in den Arsch. Super. So kann man auch einen Darm öffnen. Wir sollten aber hier vernünftige Themen ansprechen hier. Meine Güte, ist ja furchtbar. Es tut mir leid, liebe Leute. Aber Monster hat mich ein bisschen geschädigt in dieser Session. Ja, Kinderspiel. Jetzt noch ja. Jetzt wird's nämlich richtig kriminell, denn jetzt kämpfen wir gegen Leon und Yuffie und die sind nicht so leicht. Naja, in dem Cup geht's eigentlich noch, aber... Danach werden sie richtig übel. Nein, das tut leid. Kommst du darauf? Genau so. Autsch. Ja, wir sollten uns zuerst um Yuffie kümmern. Die ist ein bisschen nervtötender als... Ja, das ist sehr toll. Wenn eine mit Wurfsternen angreift, wäre der andere sich auf sein tolles Schwert da verlassen kann. Danke, Yuffie. Nächster, ich gebe nicht auf. Mann! Au! Das tut doch weh! Ja geil, beide auf einen Fleck. Schön! Nein, ist es nicht. Es ist erst dann vorbei, wenn ich es sage. Was? Der sagt aua! Unglaublich! Au! Nein! Jetzt kommt er mit seinem möchtegern Laserschwert hier. Mann! Jetzt heil! Aua! Jetzt heil endlich Donald, verdammte Scheiße! So, jetzt dich selber nochmal... Au! Oh. Danke, Donald! Alter! Scheiße! Potion! Ja, Angeber sind auch schon mal zugrunde gegangen. Los, komm wieder! Doch! Oh. Ja, Leute, wir haben hier... ordentlich Schwierigkeiten. Kannst du mal dein Laserschwert wieder einfahren? Manno. Nein, das tut doch nicht weh. Nein. Aua. Au. Alter. Muss ich tatsächlich eine High Potion zu mir nehmen. Verdammt nochmal. Oh, ja, war ja klar. Ich kriege hier den mächtigen Schwertkämpfer. Aber war ja klar. Komm her. Jetzt läuft er weg, Alter. Junge, was willst du eigentlich? Erst willst du gegen mich kämpfen, dann verpisst du dich, oder was ist los? Ich bräuchte Magika.
Hallo? Hat jemand mal Magika für mich? Aua. Ja, schön, er hat es noch gewertet. Gut. Nein, nimm zurück. Aua. Mann! Nein, es ist nicht. Es ist erst dann... Yuffie ist fast am Ende und... Nein, die heilt sich. Ich glaub's nicht. Nein, es ist nicht vorbei. Die heilt sich echt, ey. Ich glaub's nicht. Alter. Och, nö. Darth Vader ist viel besser als du. Jetzt verpiss dich. Mann. Lass dein Laserschwert weg und kämpf richtig. Oder kristallin oder was es auch ist. Mir doch egal, was es ist. Nein! Nein! Scheiße! Entschuldigung! Fuck! Ja! Entschuldigung! Wahrscheinlich habe ich jetzt total übersteuert. Ist mir egal. Alter! Okay, liebe Leute, und das ist das Ende der ersten Hälfte der fünften Session. Ja, ihr glaubt es nicht. Die Stunde ist überschritten mit diesem scheiß Fail. Und ich werde mich jetzt so dermaßen ärgern, dass ich das jetzt nochmal machen werde. Ja, ihr hört richtig. Das wird nochmal gemacht. Ich glaube, ich mache das dann so. Ich spiele dann offscreen wieder bis dato hin. Und, ja. Dann sage ich, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Bitte gebt doch einen Daumen nach oben und ein netter Kommentar wäre super. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, bitte holt das nach. Ja, und mir bleibt dann nichts weiter mehr zu sagen, als euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und dieser Fail ärgert mich echt. Bis bald, Leute.